Lucky lips are always kissing, lucky lips are never blue. Lucky lips will always find a pair of lips that will be true. I don't need a four-leaf clover, rabbit's foot or good luck charm. With lucky lips I'll always have a fellow in my arms. With lucky lips I'll always have a fellow in my arms. With lucky lips I'll always have a fellow in my arms. Jeder Lebensabschnitt hat natürlich seine Herausforderungen. Sei das im Alter, wo man ein Baby ist, wo man in die Schule geht, wo man jugendlich ist, wo man Familie hat. Oder natürlich auch der Abschnitt, wo man dann ein bisschen älter ist, so wie ich. Oder eben die meisten von euch sind ja auch in meinem Alter. Und da gibt es das eine oder andere, wo man auch muss lösen muss, wo auch Herausforderungen sind. Und für das gibt es Beratung und Unterstützung im Sarganserland, das Projekt Leben im Sarganserland, LIAS abkürzt. Und da hören wir jetzt ein bisschen etwas darüber, was ist das, wo kann man da profitieren, wen kann man sich da herwenden. Begrüßen Sie mit einem kräftigen Applaus die beiden Projektleiterinnen, Tunja Willi und Barbara Pfiffner. Grüezi miteinander. Wir freuen uns, dass wir heute hier sein dürfen. Da wir weder lustig sind noch singen können, dürfen wir heute den informativen Teil vom heutigen Nachmittagsprogramm übernehmen. Und wir erzählen Ihnen etwas über LIAS, Leben im Alter Sarganserland. Das ist Tunja Willi und mein Name ist Barbara Pfiffner und wir sind die zwei Projektleiterinnen von LIAS. Als erstes möchte ich von Ihnen wissen, wer hat schon mal etwas von LIAS gehört? Bitte kurz die Hand heben. Ah. Ich sehe, ein paar wenige Hände können rauf. Und genau aus dem Grund sind wir nämlich heute hier, dass wir Ihnen die Beratungsstelle ein bisschen näher bringen können. Was Sie aber sicher kennen, sind Fragen, was mache ich, wenn jemand in meinem Umfeld den Alltag nicht mehr allein meistern kann? Was mache ich, wenn mir die AV nicht lang zum Leben? Wohin kann ich mich wenden, wenn ich einen Heimeintritt plane? Was erwartet Sie also in den nächsten 10 Minuten? Unser Ziel ist, dass Sie am Schluss diese drei Fragen beantworten können. Erstens, was ist LIAS? Zweitens, was macht LIAS? Und drittens, wer ist LIAS? Was ist LIAS? Es ist eine Anlauf- und Beratungsstelle für die Region Sarganserland. Sie ist für die ältere Bevölkerung ab 60, ihre Angehörigen und auch alle Netzwerkpartner, also Dienstleister in der Region, sei das Spitex, Hausärzte, Spitäler. Die Beratung ist unabhängig und kostenlos und das Angebot ist aufgebaut worden von den 8 Gemeinden im Sarganserland. Mels, Filterswangs, Sargans, Flums, Wallenstadt, Bad Ragaz, Pfäfers und Quarten. Was macht denn LIAS jetzt genau? Wir bieten eine unabhängige Beratung zu allen Altersfragen. Bei Bedarf können wir auch an einem Rundtischgespräch teilnehmen. Mit Ihnen zusammen suchen wir einen passenden Dienstleister für die Heim und auch die richtige Organisation. Wir können Ansprechpartner sein nach Spital- oder Rehabilitationsaufenthalt. Im Folgenden gehen wir jetzt ein bisschen genauer auf die 4 Angebote ein. Was beinhaltet die Beratung? Immer wieder hören wir das Problem, dass Senioren oder auch ihre Angehörigen sich im grossen Angebotsdschungel von diesen verschiedenen Dienstleistern und ihren Angeboten verlieren. Mögliche Themen in der Beratung könnten sein Finanzen. Finanzen, das ist bei uns ein grosses Beratungsthema. Wie anfänglich gesagt, beraten wir Leute, wenn die AV und oder das Pensionskassengeld nicht lang zum Leben. Wir schauen dann, was für Geldkassen könnte man denn hier noch anfragen.
Oft werden wir auch nach der Heimfinanzierung gefragt. Wir erklären, wie so eine Heimfinanzierung genau aussieht und wer denn auch alles etwas ans Heim zahlt. Wohnen im Alter. Zum Thema Wohnen, wir geben verschiedene Informationen ab über Wohnangebote. Was gibt es alles für verschiedene Wohnformen und was für verschiedene Heime? Im Sarganseland sind und entstehen zum Beispiel jetzt gerade verschiedene Wohnangebote mit Zusatzleistungen. Betreuung daheim. Wir informieren Sie darüber, wer Sie daheim unterstützen und entlasten kann. Sei es zum Beispiel im Haushalt, sei es beim Kochen, sei es bei der Betreuung von Angehörigen, sei es aber auch bei der Körperpflege und noch vieles mehr. Auch wenn ich jetzt vielleicht Ihr persönliches Thema nicht angesprochen habe, zögern Sie nicht, melden Sie sich bei uns. Wir sind grundsätzlich für alle Altersfragen da. Sie dürfen Ihre Angehörigen auch sehr gerne mitnehmen an so einem Beratungsgespräch. Auch ein wichtiges Angebot von unserer Stelle ist die Teilnahme an Rundtischgesprächen daheim oder auch in einer Institution. Ja, was ist denn ein so ein Rundtischgespräch? Ein so ein Gespräch braucht es zum Beispiel, wenn verschiedene Personen involviert sind und unterschiedliche Meinungen haben, was für den betroffenen Senior das Beste oder eben das Richtige wäre. Bei einem Rundtischgespräch holt man die Senioren, die verschiedenen Dienstleister, wie zum Beispiel der Hausarzt, die Spitex, eine Prosenektute und natürlich auch die Angehörigen an einen Tisch. Unsere Aufgabe als Gesprächsführung ist dann, alle Anliegen aufzunehmen und gemeinsam eine Lösung zu finden. Dabei ist es besonders wichtig, dass die Anliegen von Ihnen als Senioren im Mittelpunkt stehen, dass man nicht über sie hinweg entscheidet, sondern mit ihnen zusammen eine Lösung sucht. Beratung und Koordination nach Spital- oder Rehabilitationsaufenthalt. Als Beispiel kann der Austritt von einer Frau aus dem Spital genannt werden. Sie möchte zuerst zu Hause schauen, wie es geht und noch keine externe Hilfe annehmen. Vom Austrittsmanagement lässt sie sich aber überzeugen, dass eine von uns beiden LIAS-Vertreterinnen in 2 Wochen mal telefonisch nachfragen darf, wie es daheim so geht. Die LIAS-Vertreterin kann da dabei schauen, was für Schwierigkeiten im Alltag auftreten und mögliche Unterstützungsangebote präventiv zu erklären oder sogar zu organisieren. Vermittlung an passenden ambulanten oder stationären Dienstleister. Ein weiteres Beispiel für einen möglichen LIAS-Einsatz ist die Situation eines älteren Ehepaars. Der Mann ist dement und seine Frau kümmert sich zuhause um ihn. Die Frau stößt aber an ihre Grenzen bei der Betreuung und der Pflege. Die Bereitschaft, sich professionelle Hilfe zu holen, ist aber noch nicht gegeben. Auch involviert ist eine Tochter, die sich Sorgen macht um ihre Eltern. Dabei prallen unterschiedliche Ansichten der Familienmitglieder aufeinander. Bei einem Beratungsgespräch können die verschiedenen Dienstleister in der Region vorgestellt werden. Falls sich das Ehepaar dann interessiert für ein Angebot, kann durch uns eine Weitervermittlung an passende Netzwerkpartner oder eben Dienstleister gemacht werden. Jetzt kommen wir schon zur letzten Frage. Wer ist LIAS? Wie schon erwähnt, sind wir 2 Projektleiterinnen vom Projekt LIAS Leben im Alter Sarganserland. Barbara Pfiffner ist Sozialarbeiterin und ich, Dunja Willi, bin Pflegefachfrau. Sie finden uns am Bahnhof Park 3 in Sargans beim Büro der Prosenektute. Falls Sie und Ihre Angehörigen aber vorgängig noch Informationen finden möchten, können Sie das auf unserer Homepage www.liassarganserland.ch. Wir sind aber auch gern telefonisch oder per Mail erreichbar. Wir hoffen sehr, dass Sie die 3 Fragen vom Anfang jetzt beantworten können. Wenn Sie mehr über LIAS erfahren wollen, stehen wir Ihnen da nachher gerne noch zur Verfügung. Oder freuen uns auf einen Anruf von Ihnen. Gerne dürfen Sie auch Visitenkarten oder Flyer, die Sie überall auf dem Tisch finden, mitnehmen.
Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit und wir wünschen Ihnen noch einen lockeren Nachmittag. Ganz herzlichen Dank für die Informationen. Sie wissen jetzt, wo Sie sich hinwenden können. Und wir haben noch als kleine Stärkung für die beiden Damen ein bisschen Bienenhonig, dass Sie da wirklich gestärkt aus dem heutigen Nachmittag rausgehen. Vielen Dank, Dunja. Danke vielmals. Und ganz herzlichen Dank, Barbara. Danke vielmals.